Willkommen zurück. Heute bekommt ihr das letzte Video von der Essen Motor Show. Und zwar wollen wir euch gerne so ein bisschen in diese Thematik Team Alus reinbringen. Und deswegen bekommt ihr heute nochmal einen kleinen Aftermovie von unserer Standparty auf der Essen Motor Show. Bei Alus ist es so üblich, wir laden einmal pro Messe zu einer großen Standparty ein. Die Standpartys sind auch meistens richtig gut. Okay, Standpartys hört sich jetzt so viel an. Eigentlich ist es dieses Jahr erst die zweite Party, weil wir waren letztes Mal das erste Mal auf der Essen Motor Show. Und dieses Jahr redet irgendwie die ganze Messe im Voraus schon von dieser Party. Und ich hoffe einfach, dass es eine geile Party wird. Wir bereiten jetzt gleich den Stand für die Party vor. Wir müssen leider ein bisschen Platz machen, weil es werden ziemlich viele Leute kommen. Der André Hecher, unser DJ aus Hannover, kommt auch noch her. Der macht von oben ein bisschen Musik und dann hoffen wir, dass es eine geile Party wird. Diese Party ist leider nicht öffentlich. Das hat den Hintergrund, dass es würde einfach zu krass eskalieren, wenn da jeder hinkommen dürfte. Aber prinzipiell ist das schon eine Party, die wir von uns aus für unsere guten Kunden ausrichten. Und es gibt einfach viele, die uns, also Alus und das ganze Team, seit Jahren supporten und unterstützen. Und genau für diese Leute machen wir einmal im Jahr eine geile Party. Und ich freue mich auf heute Abend. Ich hoffe, es wird mega geil. Dankeschön, Philipp, für die
Auto schon jetzt hier da und ich bin sehr sicher, dass 2019 deutlich krasser wird. So, da rein. Komm auch nicht wieder raus. Nee, auch raus, die Fragen. Messe 2018, die hat gewonnen. Ich muss sagen, ich fand es wirklich mega geil, die Messe, weil man so geile Connection trifft hier und die Leute hinter den verschiedenen Firmen mega cool drauf sind. Und man am Ende doch alle, man merkt, man ist auf einer Wellenlänge, ne? Ja. Man merkt es komplett. Das stimmt. Die beste Party hier. Also wer Phil kennt, weiß einfach, dass er die besten Stand-Messe-Partys macht aller Zeiten. Neben der Weller. Ich denke, da wird es genug gesagt. Dankeschön. Ich denke auch, lasst uns feiern und genießen und hallo, es gibt euch. Was Gobbelbeck. Messe 2018, wie hast du es empfunden? Ich fand es eigentlich ganz geil. Und die coolste Sache war die Party heute. Es war geil, ey. War geil? Ja, wir haben eine coole Zeit hier gehabt heute am Tag. Wie findest du die Standparty? Super cool. Ich find's mega. Also eure Partys sind einfach nur legendär. Guckt mal einfach um mich rum. Essen 2018, beste Messe, aktuell auf der Alos Aftershow Party. Mega Feier, mega Typen. Ja, perfekt. Messe ist für mich die geilste Messe, die wir hier hatten. Ja, heute Abend, was heute Abend? Heute ist eine gute Party. Sagen wir, ist heute Abend eine gute Party. Das ist aber auch tatsächlich auch die erste Standparty, die wir haben. Oder? Kann man sagen. Ja, stimmt. Ich habe ein bisschen Angst vor heute Abend, muss ich sagen. Es wird eskalieren. Ich glaube auch. Ich habe schon gesagt, halte mich ein bisschen zurück, aber ich glaube, das wird eskalieren. Viel Spaß noch, meine Lieben. Für mich war es sehr geil. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Das gesamte Team, die Messe an sich, die Stimmung, die ist ja Bombe. Was sagst du zur Standparty von Philipp? Total. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, aber ich denke, nochmal locker das Doppelte oder Dreifache von dem, was geplant war. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall, mega. Danke. Schönen Abend noch. Alles Stand, mega, Phil reißt ab. Ich habe schon in einem anderen, in unserem Talk heute gesagt, die Messe sind immer Alos Gehirn mit der Party, das ist sein Ding. So, da mich ja bis jetzt noch keiner gefragt hat, mein Fazit, übelst geil, richtig geile Leute hier, von Philipp der Stadt natürlich mega. Team Alos, was soll ich sagen?